Alter, Balotasch mittlerweile als so ein Riesen, nur noch Militärstützpunkt. Ja, man. Früher war das nur mal so ganz klein. Ja, das war, Ich da kann war mich daran gar nicht erinnern. viel. Wenn du damals in der Tauchgang bist und die eine Baracke hinten dran, Alter, warst du der Baba am Strand, wenn du deine Waffe gefunden hast. Ja, aber das war ja auch das. Das war ja absichtlich so, damit du halt Ja. nicht direkt am Strand dich so krank ausrüsten konntest. Komm hier irgendwo reingehen? Ja, ich bin halt ein Balotha und gehe in die Schule. Nice. Combat-Shirt. Ich trau dem Braten nicht, Alter, wenn es weiß ist auf dem Boden. Ah, da war nicht mit F looten? Wie hat man denn am Boden gelootet? Oder alles mit mittlerer Maustaste? Ne, mit Tab. Ne, Tab öffnet dir, das Infi's da, das war bei DayZ. So, shit. Also, das ist alles vermischt. Stimmt, irgendwann haben wir nur noch mit der Maus war das gemacht. Ich Weil das andere hat doch glaube, gebuggt. ja. Oh, leckere Waffe. Ich meine, ich habe irgendwie F drin, aber ich glaube, F ist nicht. Also immer so weird, wieder in die Steuerung reinzukommen. Da merke ich erstmal wieder, wie rakelig und alles armer eigentlich ist. Ja, das ist echt so. Aber Arma war schon damals schon richtig nice eigentlich. Ja, Arma ist auch so von den ganzen, mit den Mods und allem, ist halt ist schon krass auf jeden Fall das Game. Vor allem generell Arma 2, so übel das verbuggte Game, also richtig verbuggt, so das verbuggteste Game, was es glaube ich gibt. Die haben sogar einen Award damals bekommen, als, ohne Witz, kein Scheiß, die haben einen Award bekommen für das verbuggteste Spiel, was je, also was wirklich als Endgame rausgekommen ist. Krass. Und dann hat der, also Arma 2, das hat den Award bekommen dafür, dass es das verbuggteste Game ist. Ohne dem, ja. Und das Krasse war, du hast es gekauft und dann hast du so eine, wir haben extra damals die Black Edition gekauft. Und da war, glaube ich, keine Ahnung, schon 40 GB Bugfixes dabei einfach. Ja. Das bei dem Game, so richtig krank. Holy shit. Krass. Ja, aber du musst jetzt mal überlegen, dann durch diesen, durch die Modderei und alles, ist schon krank, wie sich das entwickelt hat. Ja. Was das Spiel eigentlich, was wir dem Spiel eigentlich zu verdanken haben. Und Wobei, stell dir generell mal. dann auch DayZ, guck mal, was das alles, quasi, was sich aus dem entwickelt hat. Das ist Die richtig krass. ganze Game-Szene im Prinzip ist von diesem Game gekommen. Ja, das ganze Survival Zombie Ja. Apokalypsen-Dingens, alles von Arma. Ist schon krass. Und dabei war Arma ja so dämlich, als ob die Bohemian Rhapsody oder wie die heißen, nicht Ja. so viel Kohle haben, dass die ein gescheites Team hinsetzen können und daraus ein gescheites Game machen. Ja, das war halt. Dann haben die haben so viel Geld gemacht. Arma war dann auf, ja, immer auf den, auf dem Top-Verkaufsplätzen. Nur wegen Ja. DayZ, weil jeder DayZ haben wollte. Also die Mod damals. Und dann hast du ja Arma 2 und Arma 2 Operation Arrowhead Arrowhead, gekauft. Das ja. weiß man auch so, die Klassiker, Alter. Ja, Mann, Wenn die du habe auch ich sogar jetzt auch noch. überlegst, wenn jetzt einer mal so überlegt, er spielt jetzt CS mit den Bugs oder so. Also nee, Ja. nicht mit den Bugs, sondern einfach der installiert es oder macht es. Alter, was das früher für ein Kampf war, bis du mal spielen konntest. Ja. Was du alles hin und her schieben musstest und was weiß ich was machen, dass du spielen konntest. Ja. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und mit Schatten ausstellen, Rennerdistanz perfekt Ja, die einstellen. optimale Alter. Performance, weil es ja dann auch noch Gottes beschissen war. Hey, das war, überleg dir das mal, aber da schwelge ich wieder in so Nostalgie. Aber ja, aber das die Anfangszeiten von DayZ, wo der Mod rauskam, die waren so legendär. Das war richtig, das war beste Zeit, ohne Witz. Ich Ja. glaube auch noch, dass das mittlerweile wahrscheinlich immer noch relativ viele so spielen würden. Also spielen Ja. sogar. Du brauchst die ganzen neuen Waffen mit 10 verschiedenen Waffenslots und das und das und OP-Sniper am Ende und alles. Brauchst du alles gar nicht. Ja, ist so. Pack eine Mosin rein, pack eine M4 rein, pack ein paar Pistols und so. Beste. Ja, deswegen auch jetzt hier in Arma 3, dieser eine Server war geil, weil der auch so eben auf diese Zeit Ja. angelehnt war. Dass der einfach nicht diese kranken OP-Waffen hatte und was weiß ich. Ja. Hier liegen halt auch schon wieder, ey, Waffen vor dem Herrn, also ganz schlimm rum. Ja. Ist halt alles.
Und es war halt auch gerade das Geile, wenn du am Strand warst oder hast irgend so eine Rotzwaffe gefunden und andere hatte auch so eine Rotzwaffe, dass du nicht so einen One-Clicker auf 300 Meter direkt am Strand machen kannst, sondern. Ja, Mann. Ja, die guten alten Zeiten. Ich weiß auch noch, wie ich damals da drauf gekommen bin. Es war so krank damals. Also ich bin, hab dann irgend so ein Video angeschaut auf YouTube, bin da durch Zufall da drauf gekommen und hab das so gesehen und wie krank das war damals. So dieses, boah, guck mal, das Game, das sowas gab's ja damals noch nicht. Und dann, ey, das war schon krass. Das gab es damals nicht, und dann war das voll besonders. Und dann musste ich erstmal studieren, um rauszufinden, wie ich das überhaupt spielen kann. Richtig krank. Übel. Das hat sich richtig gebockt. Und jetzt, Alter, so viel Shit da drin. Selbst schon Mann. die Zeiten danach, die, wo wir, glaube ich, auf Tan nee, nicht auf Tanoa, auf dem Urwald-Dingens gespielt haben. Das alte ist auf dem Urla auf dem Tanoa Live oder was, wo wir noch mit dem Ja, Drachen ja, ja, gespielt haben. Das ja, war auch mega nice an sich. ja. Ja, Mann. Ah, ja. Muss, glaube ich, mal wieder Arma 2 Daisy drauf installieren. Ich glaube, das ist, glaube nicht so nice, weil wenn das neue nicht so nice ist, dann wird das alte, glaube ich, recht nicht so nice sein, oder? Du warst schon nicht auf dem Server, oder? Nee. Gut. Dann habe ich dich nicht getötet. War das jetzt doch irgendwie, Quatsch, was der hergefahren ist. Ich hoffe jetzt mal, Zip dass dieser Tank. Download bald mal zu Ende ist. Weil, Alter, so richtig der Wichser, der geht praktisch schon hoch, 22 MB, und dann zack, wieder runter. Wahrscheinlich, weil er so viele kleine Shit-Dinge runterladen muss, dass immer wieder stoppt. Ja, das ist beschissen, weil es hat 50 so kleine sind wahrscheinlich. Aber das Video sagst, ohne Witz, ich verstehe nicht. Darauf genau wollte ich auch noch einhaken. Arma 2. Dann kommt der DayZ-Mod. Arma bekommt den Höllen-Push des Zornes. Die haben ja auch dadurch ohne Ende Geld gemacht. Ja. Die gab es ja schon ewig lang. Arma 2 war so ein Hardcore-Kreis, was es halt gespielt hat und es war's. Und dann kommt der Dean Hall her, macht den Mod da draus und dann geht es auf einmal richtig ab. Die müssen so viel Geld damit nochmal verdient Ja. haben. Und dann hat der Dean Hall quasi das Game eigenständig dann rausbringen wollen als Standalone. Und was macht der? Der braucht wieder so lang zum Entwickeln und alles, nimmt dann aber eine Arma 2,5 Engine, weil sich das gerade so beschnitten hat oder die das halt wahrscheinlich vielleicht auch Ja. den Deal mit Bohemia so hatten, dass die es eben nicht besser machen als Arma, weil es war ja dann auch die Option, dass die, weil die hätten ja vielleicht auch die Arma 3 Engine nehmen können. Dann wäre das ja, überleg mal, die Arma 3 Engine als Basis für DayZ Standalone wäre doch, da hätten die schon viel mehr gehabt. Die hätten Ja. von Anfang an Fahrzeug-Engine und was weiß ich was alles gehabt. Nein, jetzt hatten die eine Arma 2,5 Engine, was im Endeffekt wieder, keine Ahnung, richtig beschissen war. Ja. Und Das dann war. war DayZ am Anfang, fand ich, besser, ist besser gelaufen und war besser, hat mehr Spaß gemacht, als dann irgendwie die ganze Zwischenzeit. Wie du gesagt hast, so, es gab so die Mosin, eine M4, eine AK oder was, ich weiß gar nicht mehr, was es ganz am Anfang gab. Ja. Hier eine Aber nicht Pistole so oder arg viele Waffen. nicht Es gab, viel, das glaube war's ich, drei schon. Late-Game-Waffen oder so, die du Ja. halt auswählen können. Und keine war so extrem OP. Ja. Und natürlich weißt du, dieses Mosin-Visier, wo es seinen Sprung noch drin Ja, hatte das und war auch alles. schon so geil gemacht. Das hat auch richtig Ja. Bock gemacht zu snipen, weil das Mosin war jetzt auch nicht so OP. Wo du so Entfernung einstellen könntest, Entfernungsmesser, Kugeldrall, alles Mögliche. Ja. Verschiedene Munition, das gab's da nicht. Also da, ich glaube, wenn du da einen Server machen würdest, nur so und dann einfach nur Old Daisy und dann, weiß ich, noch hinten dran noch wenig Waffen oder sowas hinten dran schreibst, Less Weapons, keine Ahnung, ich Ja. glaube, dann würde Dingens, dann würden brutal viele spielen. Glaube auch. Und es gebalanced war mit dem Essen und mit dem Trinken und nicht so wie heute, Alter, wo du 10 Milliarden Sachen beachten musst. Und dann verreckst du trotzdem noch, weil deine Tomate kurz vorher verfault ist
Und die aus der vollen Tomate gegessen hast, Alter. Weil du aufgepasst hast, weil sich das Bildchen nicht geändert hat. Beste. Stimmt, weil du die Tomate gegessen hast. Ja. Oder weil dein Mate sauer auf dich ist und dir das Benzin im Mund schüttet. Alter, I have a funny taste in my mouth. Ja, aber es war's geil. Ja. Dann irgendwo rumhängen mit deinen Mates und einfach nur irgendwelche Leute abcampen und absnipen und was weiß ich, hat einfach Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Oder? Wo wir auf dem Krankenhaus, wir waren auf der Schule, wir waren noch im Krankenhaus und in der Schule war einer drin. Und der Ding, der Cousin von Patrick hat nicht gesagt, dass er wieder reinkommt. Ist einer. Und der hat sich im Dienstag nicht gemeldet. Mir hat halt ein Sperrfeuer auf den gegeben. Alter, das war übertrieben legendäre Zeit. Alter, ich habe uns gerade einen Hubschrauber abgecheckt, glaube ich. Alter. Erstmal Steuerung checken, weiß ich auch nicht mehr. Ich muss das langsam mal checken. Alter, ich glaube, ich habe jetzt Ding jetzt mal schon über 200 GB runtergeladen. Meine HDD ist fast voll. Ich hatte so 96 GB. Vorher hatte ich knapp 300. Alter, was hast du auch noch eine HDD? Ja. Ich hab nur noch SSD und M2 drin. Ja, das hat. Ich hab keine Gefangenen mehr gemacht. Ich hab die einfach mal so mal noch zusätzlich mal so reingeklatscht, wollte eigentlich nur Shit drauf machen. Jetzt habe ich beim Dingens, genau. World of Warcraft drauf mit, ich glaube, 100 GB. Über 100. 150, ja, das ist schon krank. Mit dem Test-Server. Ja. Allein dieses WoW, was das schon wieder ein Ding braucht. Dann irgendwas Valorant mit 10 GB. Und nochmal Steam. Ein paar Spiele, welche habe ich denn da? Ja, Smite, Green Hell drauf. Fast voll wieder die Festplatte. 81 GB frei von 500 GB.